Tschüsschen. 27! Hi Leute, herzlich willkommen bei Tizi to Bash. Und wir kommen heute zum Best-of vom Stream von gestern. Wir hatten unser Hero-Pack, wir hatten 100 Upgrade-Packs, wir haben ein neues Team gebaut, wir haben die WL geschwitzt. Hero-Pack möchte ich mir nochmal besonders hier auf die Schulter klopfen. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Noch nie sowas auf diesem Kanal gesehen. Wahnsinn, Freunde. Es war wirklich Wahnsinn. Wenn euer Hero-Pack genauso gut war, das glaube ich nicht. Lasst hier ein Däumchen nach oben, lasst ein Abo da. Und jetzt rein da. Und nochmal an alle VIPs. Community-Tab abchecken, ne? Hier VIP-Cup bei Rush. Genau. Donnerstag. Abcheck, Feed-Post. Los rein geht's. Da. So, ich würde sagen, wir fangen hier an. Was machen wir? Jeder 5 von denen? Jeder 10? Gönn dir. Nein! Doch, leb dein Leben mal. Leb dein Leben aus am Controller. Da heißt eh wieder, die sind schlecht. Ich glaube, 20.000 Abonnenten oder sowas hatten wir. Oh, Walkout-Chat! Mann, Günni. Die Abrechnung, hier war die Vor Abrechnung. Vor 5 Jahre. FIFA 16, TC Money Cup vs. Gamer. Digga, die Thumbs, Achtung, Chat, ich muss euch das kurz zeigen. Guckt dir mal die Thumbs an. Ist drauf, krank, oder? Proski. Ey, geh mal hoch, was gibt's da auch von uns? Vielleicht sind unsere alle rausgeclaimt worden. Was musst du eigentlich machen von Amazon dort? Also Interviews oder was? Oder? Manuel Neuers Handtuch halten? Oh, Sancho, stabil, Chat. Oder was musst du machen? Stell dir vor, muss Manuel Neuers Handtuch halten. Oder muss Kaffee immer umrühren. Wäre auch stark. Habt ihr nach Tade gezogen? Geht eigentlich fit, oder? Nö, ja. Pascal ist nicht so gut. Das ist loose, ganz klar. Big loose. Eieieiei. Wenn die Flamme so kommen, immer Spanien. Aber nimm mal mit, SBC-Futter. Wird bezahlt zum Gucken, auch nicht schlecht, ne? Könnt schlechter laufen, Knüppeljob, und er kriegt auch so wenig Geld. Das ist Knüppeljob. Ey, ich hab mich da mit einem unterhalten. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Hey! Groundbreaker! Ah, wow. Hui! Ich weiß nicht, was mit dem los war. Der kam, der war ein DHL-Express-Fahrer. Ja. Und der war so stolz drauf, dass er DHL-Express und hat so über die anderen so ein bisschen hergezogen. Ja, so von wegen, ne? Dass er den Sprung geschafft hat und so. Da habe ich ihn gefragt, so, was verdienst du jetzt als DHL-Expressfahrer? Ja. Der kam ja aus Düsseldorf extra auf der Tour hier runter, ja, ne? Und musste abends wieder zurück. Was schätzt du, was der DHL-Expressfahrer verdient? Im Monat. Netto, im Monat. 1, und der verdient ja besser als... 1,6, 1,7 maximal. 1,4. Früher habe ich es so gemacht, die Handwerker waren da. Ja. Oh, die Welt schmutzig. Hey! Grüße gehen an Proski raus. Der ist schon wild, ne? Aber schon mau hier. Ich glaube, wir hatten jetzt 2-3 Walkouts da draus. PJ, das ist so genau das Problem, ne? Ich mach's dir nächsten Monat, dass wir zu viel von deiner Sorte haben, Digga. Es ist so. Ja. Es ist aber so. Da kann doch kein gerade Nagel in die Wand kloppen. Das ist wirklich das Problem. PJ. Das wird das Problem der Zukunft sein. Das kann keiner mehr. Wir haben zu viele PJs. Ich meine jetzt auch nichts gegen Proski, aber handwerklich bei ihm. Ich hab mit Jungs... Proski hat sich ja auch so eine 360-Grad-Kamera bestellt. Ich habe mit Proski per FaceTime seine Kamera an die Decke gehängt, ne? Und er hat's gut gemacht, muss ich sagen, ne? Aber das sind halt auch, ich habe ihm eine Anleitung gemacht, wie ein Akkuschrauber funktioniert. Ich habe ihm ein Video gedreht, wie du vorne das Bohrfutter festhalten musst, dass es knackert, auf was er es einstellen muss. Dann habe ich ihm die richtige, er wollte es so mit so Dübel. Ja. Sag ich, du, Digga, du kannst doch nicht so Dübel in eine Riegelswand oben reinbuddern, ne? Es geht, du machst ja doch alles kaputt. Ja, was mit Montagekleber? Sag ich, das hält doch nicht, ja? Eine gute alte Broski mit Montagekleber geht alles. Zu wild, Digga. Ich habe ihm erstmal eine Anleitung machen müssen, weil wo wir dort waren, haben wir ihm ja so eigentlich gutes Werkzeug gekauft. Ja. Oh, De Jong. Oh, stark. De Jong ist gut. Meine Freundin, Tochter von Adam in Grünschaft verdient im Krankenhaus auch leider, ja. Ich sag ja, Pflege ist wild. Wir haben unser Fußballtor aus Baumaterialien, die wir geklaut haben bei der Nachbarbaustelle, selbst zusammengenagelt, ne? Tja, gute. Vater war ja eh schon immer Handwerker, die haben sich immer sau viel gebastelt an Elektrozeug und sowas. Da merkt man das dann halt schon, ja, ne? Ja, kriegst du es halt dann doch beigebracht. Oder wie oft habe ich am Anfang in den Lötkolbe reingelangt? Weißt du noch, in dem Auto, als der Lötkolbe auf dem Boden lag? Und ich nehme den Lötkolbe richtig in der Hand. Aber gut, viele von daheim, muss man halt auch sagen, so, da ist halt auch, sind vielleicht die Feder oder sowas auch nicht so handwerklich begabt oder sonst irgendwas. Und dann eigentlich gut ist, aber so eine Ausbildung machen und lernen es dann, ne? Die beste Azubis finde ich wirklich, wenn du dann zum Beispiel, du bist mit dem Azubi unterwegs, ne? Ja. Und gehst einfach hin und hast die Hände voll, ne? Ja. Und ich habe das auch wirklich durchgezogen. Wir stehen dann an der Tür und ich hatte die Hände voll, ne? Ja. Und er wusste, wir mussten da rein in die Tür, ne? Ich habe mich einfach da hingestellt, habe mit meinem Werkzeug in der Hand. Und ich, ungelogen, der hat bestimmt 3-4 Minuten gebraucht, bis er realisiert hat, vielleicht könnte ich immer die Tür aufheben, ne? Ja. Wahnsinn.
Peach hat ja nichts mit Rentner zu tun, sondern, also ich bin froh, dass ich ein bisschen handwerklich begabt bin. Ja, Peach, cool. Peach, das sind so die Leute, der dann irgendwann mit 25, 26 kommt und sagt, oh, das Philosophiestudium, das war doch nicht das Richtige für mich, ne? Ja. Ich schlag mich jetzt irgendwie durch, ich gucke jetzt, dass ich irgendwo wieder Fuß fasse, fange eine Ausbildung an. Dann ist der Typ 28, wenn er mit seiner Ausbildung fertig ist. Nee, das ist so ein Typ, der studiert Philosophie und merkt dann, irgendwie gibt's gar keinen Job. Und der steht dann unten an der Tanke und tut uns den Kaffee reinbrühe. Das ist ein PJ, sage ich. Das ist ein PJ. Denkst du? Ja. Ich glaube, wir werden enttäuscht. Was sagst du? Das ist sau schwer. Und die Erfahrung eigentlich aus deiner Gestellte? Schwer. Jetzt sieht so sich Wochenendes. Muss bei dem Sophia immer auf der Drop rein, oder? Die ist ausgelutscht, Sophia. Die ist halt ausgelutscht, die kommt jetzt. Warte, Jungs, ich warte auf der Drop. Bitte. Ich noch nie gesehen. Das ist gut, das 88 Tempo. Das habe ich, also, nee, da kann ich immer mehr lachen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist der schlechteste von allem, wo man ziehen konnte. Ja, das ist der schlechteste. Öffne den Chat. Das habe ich noch nie gesehen. Hand da drauf und abstoßen. Bitte ein Team um den Baum. Hab ich noch nie gesehen. Das sieht ganz schlecht aus. Sei ehrlich, Abschluss 90. Powerfreistoß, Tempo-Tripling, was will man mehr? Ich hab ihn nie gesehen. Was will man mehr? Ich finde ihn gut. Ich finde ihn echt gut, Chat. Wie sieht's denn aus hier? Aus Baumann. Noch schlimmer als Nakata eigentlich. Ja, die sind 20k. Ja gut, die kosten aber auch alle nicht so viel. Also setz dich aufs gleiche Level. Selbst ein Milito mit 80k, okay, können wir drüber reden, ne? Aber der Sprung, der Spalt ist halt so enorm. Ist nur ein schlechter als Cordoban, der ist gut. Na, Ricken wäre jetzt auch nicht gerade gut gewesen. Ich finde ihn ganz okay. Guter Link zu der Liska. Was machen wir als Baumann für ein Teamchat? Wir müssen es abhaken. Was soll ich jetzt machen? Zu krass, ne? Ein Ricken wäre Ehre gewesen. Das ist korrekt. Der ist aber auch Ehre. Die Quali haben wir dann mit Bravour abgeschlossen. So sahen in etwa die Siege aus. Wer wäre Timo? Was drückst denn du da rum? Was drückst du da? Ganz ruhig.